Heute basteln wir uns ein kleines Notizheft und dies aus einem einzigen Blatt Papier. Dieser Lifehack ist super praktisch, gerade wenn ihr unterwegs seid und euer Notizbuch vergessen habt und das Papier nicht in A4-Größe mit euch rumschleppen wollt. Ihr braucht ein Blatt Papier im DIN-Format. Welches genau, ist egal. Jedenfalls, je größer das Papier, umso größer wird später auch das Notizheft. Ich habe hier jetzt ein A4-Papier. Einmal in der Mitte falten, wieder aufmachen und beide Seiten zur Mitte hin falten. Und wieder öffnen. Nun auch in der Länge einmal falten. So bekommt ihr 8 gleich große Felder. Diese werden später die einzelnen Seiten des Notizhefts. Jetzt falten wir es wieder zur Mitte hin, schneiden mit der Schere entlang der Falte bis zur Mitte, machen es auf und klappen es der Länge nach zusammen. Drücken es von außen nach innen, so öffnet sich die Schnittkante. Alles zusammenklappen, fertig. Ein tolles Mini-Heft für ein paar Notizen, wenn ihr zum Beispiel auf einem Städtetrip seid und keine Notizbücher mit euch rumschleppen wollt. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt, und abonniert unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks. Danke und tschüss!